handwerklich begabt ist, ist das überhaupt kein Problem. Jawohl. Auch Kursleiter Gerd Hertel vertritt das Prinzip, probieren geht über studieren. Für die angehenden Heimwerker wird es jetzt ernst. Auf sie wartet schweres Gerät. Das Maschinchen, weiß jemand, wie die heißt? Nein. Waschleiter. Gut. Das freut mich ja. Also. Mit Vorsicht zu genießen, auch. So, und jetzt dürfen Sie einfach mal probieren damit. Das will Sie mal schauen. Das war aber super. Mach mal so. Vor. Nein, nicht noch. Also, Sie haben doch eben gesehen, was da passieren ja. kann. Also, ja. was sagt uns das? Festschrauben die Sachen. Festspannen, bitte. Damit Sie nicht nur Ihre neu gewonnenen Fähigkeiten mit nach Hause nehmen können, sollen die Kursteilnehmer ein Schlüsselbrett basteln. Für Manfred Döring bedeutet das den Beginn einer wunderbaren Heimwerkerkarriere. Ich bin überrascht. Ja, ganz übel, ganz. Das meiste haben Sie jetzt gemacht. Du kannst zu Hause anfangen. Haben Sie sehen? Bitte? Du kannst zu Hause anfangen. Herangehen ist alles. Es gibt halt eben gewisse Schwellen, Ängste. Und wenn man das am Anfang dann doch überwunden hat, kommt man sogar auf den Geschmack. Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet ich. Ehepaar Döring ist sich einig. Das formvollendete Erstlingswerk hat einen Ehrenplatz verdient. Im Flur soll der Hausherr jeden Tag vor Augen haben, was er mit seiner Händearbeit als erstes geschaffen hat und sich dadurch zu weiteren Höchstleistungen inspirieren lassen. Gerade? Ja. Von mir aus die erste Heimwerkerarbeit, in der Tat. Aber auch ich habe etwas gelernt, auch schon in etwas vorgerückten Jahren. Man lernt nie aus. Ja, ich denke, mein Mann wird dann mehr mithelfen als bisher. Bisher war er so Handlanger, hat das Bier geholt, mir die Schrauben zugereicht, die Fliesenkreuze gesäubert. Ich denke, in Zukunft wird er mehr Sachen alleine machen können. Zum Bier auch den Schnaps holen, auch mal einen trinken. Und das eine oder andere wirklich selber in Eigenregie bewerkstelligen. Da hat er gleich was für die Zeit nach der Pensionierung. So lange ist es ja nicht mehr hin. 5 Jahre sind schnell vorbei. Gut, packen wir es an. Unterdessen muss Heimwerker-Notdienst Marc Storz immer noch Schadensbegrenzung betreiben. Rosi Sieber hat beim Ausbau ihres Hauses... Das war jetzt aber wirklich ein witziger Fall mit dem Hexenhäuschen. Und da mache ich mir auch keine Gedanken, dass ich da in irgendeiner Art und Weise keine Arbeit mehr habe. Weil gerade in solchen Fällen sieht man ja schon am Haus, an der Einrichtung, dass da noch viel Arbeit ist. Also